Ich habe bei den VR21-Workshops, für die, die nicht da waren, gefragt, wer hat auf der Liste, dass wenn du in der Planung an die Systemsteuerung angemeldet bist, wie lautet das Passwort? Das war das andere Programm. SYS und Zeus. Okay. Das ist auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ne, wer Mitarbeiter hat, die da nicht rein sollen, bitte ändern, weil VI ist 35 Jahre, wir haben die Passwörter nie geändert, die sind bekannt. Okay? Das heißt aber nochmal, die Frage, die ich gestellt habe, ist, habt ihr auf der Liste, dass wenn ihr an der Systemsteuerung angemeldet seid, ihr in der Lage seid, Planungsfunktionen auszuführen und Details zu machen, die ihr nicht tun könnt, wenn ihr nicht angemeldet seid? Okay? Und das ist halt etwas, ne, wer sagt, hilf, darf da nochmal im Handbuch nachgucken. Okay? Also, wir machen eins, wir melden uns bitte einmal an die Systemsteuerung an. Okay. So, dann bitte auf die Einstellung nochmal hoch. Einstellung allgemein. Einstellung allgemein ganz oben. So, sonstige Einstellungen. So, Achtung. Bitte alle vorschauen, wenn es darum geht, Rollläden, Jalousetten und so weiter und so fort einstellen. Also wir sind bei sonstiger Einstellung. Ja, das kann man im Projekt machen, ja, das kann man in der Grundeinstellung machen. Okay? Wir haben hier die Register. Standort, also Fensterbänke, Terrassentürschwellen, Schornstein, sonstiges, französische Balkone, Klappleiten, Rollladen, Jalousetten, Standort, Oberkanten. Das, wovon wir jetzt reden, ist das Thema Rollläden, Jalousetten. Das heißt, wir haben links einen Bereich, der heißt Vorsatzrollladen, rund und eckig. Hier kannst du die Größe für diese Rollläden eingeben. Okay? Im Moment ist das so, ein Rondo ist in derselben Höhe voreingestellt wie ein rechteckiger Vorsatzkasten. Für die rechteckigen Vorsatzkästen hast du unten einen Slider für Abschrägung. Das heißt, also dieser rechteckige Vorsatzkasten ist kein Rechteck jetzt, sondern ist ein Rechteck, das vorne leicht abgeschrägt ist. Ist die üblichste Variante. Okay? Rechts hast du die Höhe und die Tiefe für die Jalousetten. Was müsstet ihr tun, wenn der Kasten bei euch nicht sichtbar ist? Genau, einfach tun. Nun. Das ist wurscht. Okay? So. Nochmal. Bitte Achtung, jeder von euch, der sagt, Jalousettenkästen in der Wand, hat sich aufgeschrieben, dass er seine Systemvoreinstellung nochmal sich anschauen darf. Okay? Okay? Einfach mach eins, mach beides auf null, shit happens. Ne? Wenn null, dann null und dann wird das Ding nicht dargestellt. Okay? So. Das wäre die, dann sind wir bei Ansichtsoption, Grundriss. Ja. Dort, wo du zum Beispiel sagst, Symbole nur in Plot, Deckenkanten gestrichelt darstellen. Oh oh. Wir kommen dann nochmal kurz vorbei. Alles gut. Okay, lass es mich so formulieren. Diejenigen, die wie der Herr Heinlein schon sehr lange mit VI unterwegs sind, okay? Die haben irgendwann mal, als sie angefangen haben, die Einstellung gemacht und dann hast du halt immer Update installiert und hast weiter gearbeitet. Und das, was heute steuerbar ist, ne, an Darstellung und so fort, ist halt viel, viel mehr als früher. Ne? Deswegen, und das ist das, was bitte jeder, der länger dabei ist, sich heute mitnimmt, ne, dass er sagt, okay, Systemvoreinstellung darf ich mir nochmal angucken. Okay? Wenn wir jetzt bei Rollläden sind, wenn ich davon sage, wenn die Bedingung X ist, dann wird Y nicht berechnet. Was könnte an der Stelle X und Y sein? X ist ein feststehendes. Zum Beispiel, das hatten wir gerade, nehmen wir ein anderes. Welche Bedingung könnte ein Fenster haben, dass ein Rollladen nicht zur Ausführung kommt? Zum Beispiel. Wenn ein Fenster abgeschrägt ist, dann baut ihr keinen Rollladen. Es gibt Firmen, die haben das so bei sich definiert. Okay? Das ist auch die Voreinstellung des Branchenmodells Holz. Okay? Das heißt, in dem Moment, wenn Elemente abgeschrägt sind, wird kein Rollladen ausgeführt. Okay? Das steht bei uns in der Standardbeibeschreibung drin. Ja? Und dadurch, dass bei uns grundsätzlich ausgewiesen wird,
wo werden Rollläden und Jalousettenkästen ausgeführt? Ne? Siehst du auch, wo es ausgeführt wird? Und damit theoretisch auch, wo es nicht ausgeführt wird. Okay? Gibt es irgendjemand von euch, der in seinen Baubeschreibungen oder in seinen Dokumentationen noch stehen hat, dass Rollläden dort ausgeführt werden, wo technisch möglich? Okay, falls es jemand hätte und sich nicht gemeldet hat, einfach weglassen, einfach streichen. Du verlierst jeden Prozess. Technisch kannst du Rollläden heute überall ausführen. Ja? Du musst es konkret beschreiben. Okay? Dimensionseinstellung klar? Planung klar? Gut. Einmal Abbruch bitte. Kurze Frage in die Runde. Wer weiß nicht, wie ich innerhalb von, oder wie ich mit 4 oder 5 Klicks in alle Fenster Jalousetten, Rollläden und Faschen reinmache? Weiß jeder? Nicht? Okay. Also, wenn ihr im Nachhinein Bauelemente ändern wollen würdet, Faschen, Sprossen, blub, 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 dann bitte einmal auf Werkzeuge gehen. Fenster, Terrassentüreigenschaften. Bisschen weiter runter. Bisschen weiter runter, bisschen weiter runter, bis stopp. So. Das wäre die Funktion eures Vertrauens. Das heißt, ganz links oben sagst du, ist das, was du jetzt tun willst, für Fenster und Terrassentüren, nur für Fenster, nur für Terrassentüren. Rechts daneben sagst du, in welcher Geschossbetrachtung willst du es tun, alle Geschosse ohne Keller oder nur aktuelles Geschoss. So, dann kannst du eben Oberkante, Dachabstand, Fensterbank, Innen, Außen, Sprossenbild, Schwelle, Sprossenart steuern. Unten auch die Eigenschaften Thermoglas, Material und Schallschutz. Es geht bis hin, wenn du an die Systemsteuerung angemeldet bist, dass du die Dimensionierung von den Fußbänken, Außen- und Innenfensterbänken schalten kannst. Wenn jetzt ein Norddeutscher dabei wäre, der Klinker bauen würde, ja, dann wäre die Information für ihn wichtig, ne, weil er würde halt, wenn er eine Rollschicht baut, ne, statt einer Fensterbank, eben die Fensterbank außen auf 12,5er Höhe stellen und den seitlichen Überstand auf 0. Okay? So. Und du kannst Fensterladen, Rollladen, Faschen und französischer Balkon steuern. Dafür würdest du jeweils einfach einen Haken reinmachen. Ne? Und dann könntest du rechts die Ausführung steuern. Das heißt, Beispiel, mach mal bei Rollladen einen Haken rein. Jetzt könntest du sagen, okay, du willst bei allen Fenstern und Terrassentüren oberhalb vom Keller, ne, alles, mach mal die Ausführung auf, hier unten. So, du willst dort einen Rollladenkasten in der Wand reinmachen. Ne? Du könntest jetzt die Anzeige der Bedienung steuern im Grundriss und du könntest den halt runterlassen. Ne? So, und wenn du halt okay sagen würdest, jetzt nie tun, ne, hättest du es in allen Elementen drin. Achtung, ihr kennt mich noch nicht so gut. Ich baue immer Loops zum Thema Aufmerksamkeit. Was hatte ich mit abgeschrägten Fenstern gesagt? Jetzt sage ich, du hast das plötzlich in allen drinne. Und wir sind an einem Punkt, Hans, es gibt auch für die Planung eine Konfiguration, wo du sagen kannst, deswegen sage ich, ihr dürft nochmal in die Systemsteuerung rein. Es gibt auch für die Planung eine Konfiguration, wo du sagen kannst, abgeschrägte Fenster, Bogenfenster, Spitzfenster kriegen Rollladen oder nicht. Okay? Achtung, wenn du in der Planung nicht einstellst, dass abgeschrägte Fenster keinen Rollladen kriegen und du hier sagst, mach in allen Fenster Rollladen rein, ja, dann macht ihr dir in alle Fenster Rollladen rein. Okay? Also ja, die Ausschlusskriterien funktionieren, ne? Komma, wenn du sie nutzt. Wir gehen mal in ein anderes Geschoss.